Im Oktober 1940 wurden wie hier in Bruchsal badische Jüdinnen und Juden mitten aus ihrem Leben und aus der Gesellschaft gerissen. 5600 Menschen, Alte und Junge, Frauen, Männer und Kinder, deportiert ins südfranzösische Lager Görs. In Neckarzimmern erinnert ein Mahnmal an jede und jeden Einzelnen von ihnen. Eine Gesamtskulptur in Form des Davidsterns, im Laufe der letzten 15 Jahre gewachsen durch das Werk vieler Hände. Jugendgruppen haben Stein für Stein gestaltet. Dieser ist neu, er kommt von Konfirmandinnen aus Nussloch, südlich von Heidelberg. Ausgangsmaterial ist ein Felsblock aus dem örtlichen Steinbruch, den sie unter Anleitung eines Steinmetzes an mehreren heißen Sommertagen unter Schweiß und Anstrengung bearbeitet haben. Im Hinterkopf immer diejenigen, an die der fertige Gedenkstein erinnern soll. Manche die sind einfach weggeschleppt worden, einfach von jetzt auf später Haustür aufgestoßen und mitgenommen. Und das finde ich besonders schlimm, weil das kann man einfach keinem Menschen richtig antun, einfach seine Familie wegzunehmen. Der Stein aus Nussloch ist ein gutes Beispiel dafür, dass Gestaltungsideen entstehen, wenn die Jugendlichen sich regelrecht abarbeiten und hineinfühlen in das, was damals passiert ist. Dann fiel eben das Wort rausgerissen aus der Gemeinschaft und die Gesellschaft auseinandergerissen sozusagen. Und dieser Prozess des Auseinanderreißens, den konnten wir im Stein dann auch durchführen. Und dann kam auch gleich wieder der Gefangenentransport, eingesperrt in diesen Güterzügen, auch vergittert. Ne? Und dann kam gleich die Idee, ja, da wird dann auf Distanz aufeinandergesetzt, die beiden Blöcke. Und dann könnte man nochmal solche Stäbe zusätzlich anbringen, um eben diese Situation, dieser enge Raum, der da drin entsteht und dann noch vergittert, dass man so praktisch ein starkes Bild hat. Jonna und den anderen Konfirmandinnen war es besonders wichtig, auch die einzelnen Namen ihrer jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger auf dem Gedenkstein festzuhalten. Konkrete Menschen statt abstrakter Fakten, das ist ein Kernelement des Projekts. Besonders eindrücklich sind dabei Begegnungen mit Zeitzeugen wie Kurt Salomon Meyer, der immer wieder für Vorträge und Gespräche aus Washington anreist. Jugendliche heute, für die ist das genauso ein Thema, wie wenn sie sich mit Römer oder dem Mittelalter beschäftigen. Das ist für die sehr, sehr weit weg. Dann kommt aber jemand, der ihr Urgroßvater sein könnte und fängt plötzlich an, über diese Dinge zu erzählen, bringt viele Fotos mit und dann wird das lebendig. Und dann die kommen nachher und wollen Autogramme von ihm haben. Die zentrale Gedenkstätte ist nur ein Teil des Projekts, denn jeden der Steine gibt es zweimal, einmal in Neckarzimmern und einmal im Heimatort der jüdischen Familien. Mehr als 120 kleine Gedenkstätten in ganz Baden, wichtig vor allem im ländlichen Raum. In Dörfern hat es eine größere Wirkung entwickelt, das ist eindeutig, weil in den Städten eine andere Situation vorherrscht. Also gibt es viele Kirchengemeinden, gibt viele Denkmäler, auf dem Dorf fehlt es größtenteils und da ist jetzt sehr viel entstanden. Geschichtswissen allein reicht dabei offenbar nicht, wie ein Besucher der diesjährigen Gedenkfeier unverblümt auf den Punkt bringt. Vor allem, wenn man sieht, dass so die AfD-Leute da im Bundestag sind und was sie für eine Kacke einfach raushauen, das ist dann schon krass. Und dann fragt man sich, was da eigentlich hängen geblieben ist. Wenn man sich den Höcke anschaut, der ist Geschichtslehrer und soll das eigentlich am besten wissen und ist da ganz rechts. Ganzheitliches Gedenken, so könnte man den Ansatz des Mahnmals in Neckarzimmern beschreiben. Dass die Geschichte auch in den Händen und Herzen ankommt, nicht nur in den Köpfen. Auch wenn es Zeitzeugen bald nicht mehr gibt und auch keine neuen Steine. Fast alle badischen Orte, in denen einst Juden lebten, sind inzwischen in Neckarzimmern vertreten.